Liebe Eishockey-Freunde, ich darf euch und auch Sie ganz herzlich willkommen heißen beim Pressegespräch nach dem Spiel mit den Trainern, mit den beiden. Bitte begrüßt mit uns den Gästetrainer Roman Mucher von den Zschongau Mammuts. Und natürlich mit einem, sei erlaubt, noch viel größeren Applaus unseren Trainer Basti Wanner. Der Roman Mucher hat zu mir gesagt, er möchte so schnell wie möglich wieder weiter. Deswegen gebe ich ganz schnell das Mikrofon an ihn und bitte ihm um eine Einschätzung des Spiels aus seiner Sicht. Danke. Erstmal schönen Abend. Zweitens natürlich Gratulation. So drei Punkte, verdiente drei Punkte, muss man sagen. Der Gretzried war heute in allen Belangen besser als wir, muss man ehrlich zugeben. Vor allem Bewegung, Laufbereitschaft, Effektivität. Das hat heute meiner Meinung nach eine deutliche Rolle gespielt, weil man hat gesehen im ersten Drittel, dass die Powerplays waren genutzt. Wir haben es auch in dem Spiel mehrere Powerplays gehabt. Leider haben wir kein einziges Tor geschossen aus der Powerplay. Und das kann natürlich solche Spiele entscheiden. Ich habe aber trotzdem nicht jetzt irgendwie schwer Kopf davon. Wir haben ein sehr schweres Spiel in Hamburg gespielt und das hat sich heute richtig gezeigt, dass die Jungs da sehr viele Kräfte gelassen haben. Dann ist natürlich Fahrt nach Hause, die dauert wieder 3-3,5 Stunden für uns. Und ja, Mängel ein bisschen am Schlaf und das Ganze hat heute auch da ein bisschen mitgespielt. Aber trotzdem will ich nicht irgendwie mindern, dass der Gerhard heute sehr gut gespielt hat. Ganz herzlichen Dank. Und ich gebe das Mikrofon weiter an Basti Wanner. Servus miteinander. Heute ein bisschen entspannter wie am Freitag. Ich muss der Mannschaft ein großes Lob und Kompliment aussprechen. Wir haben am Freitag über die Fehler, die wir gemacht haben, in den ersten 10 Minuten haben wir geredet und haben gesagt, das darf heute einfach überhaupt nicht passieren. Und sind dementsprechend auch aus der Kabine gekommen. Dann war es genau umgekehrt, 3-0 nach 6,5 Minuten oder so, dann war die Auszeit und habe gesagt, Leute, wir haben am Freitag genau das Spiegelbild gehabt. Da waren wir 3-0 hinten und haben das Ding gedreht und haben gesagt, wir müssen einfach weiter fokussiert und konzentriert bleiben und weiterspielen, einfach nicht nachlassen und das hat über weite Teile funktioniert. Paar kleine Fehler, die zu den Toren geführt haben, waren einfach hinten Scheibe nochmal von links nach rechts. Einmal ist er am Tor hängen geblieben, weil wir sie einfach nicht klar nach vorne gespielt haben. Das sind nur Sachen, die müssen wir abstellen, weil in einem Spiel, wo es wirklich eng ist, ist das einfach tödlich. Ja? Aber so kann ich allen nur Kompliment aussprechen, besonders auch unserer medizinischen Abteilung, die gerade auf Hochtouren arbeitet. Am Freitag haben wir dann da mit drei Verteidigern angefangen, aufgehört. Davon sind zwei wieder auf dem Eis gestanden. Sind noch ein paar Angeschlagene, aber die kriegen wir auch bis zum Freitag wieder hin. Und sonst muss ich allen Spielern, die auf dem Eis waren, ein großes Kompliment machen. Jeder hat gearbeitet, vor, zurück, auch besonders in Unterzahl. Und dann schauen wir mal, dass wir diesen Weg weitergehen. Vielen Dank. Pressevertreter sind meines Wissens keine da. Sie sitzen nicht einmal am Pressetisch. Das jetzt heute die mehr oder weniger versammelte Vorstandschaft. Gibt es Fragen von euch hier in der Runde? Ja, nur eine kleine. Bitte. Dürfte ich nach der Einschätzung für den nächsten Freitag fragen? Wen? Einschätzung. Also unseren Trainer. Wie das? Ich meine, ja. Okay. Einschätzung. Einfach nur Einschätzung. Im Moment noch überhaupt nicht. Ich bereite mich auf jeden Gegner separat vor. Besonders auch den Buchloe aus der Landesliga, damit beschäftige ich mich denn ab Dienstag. Ja, im Moment lag der Fokus auf Dorfen und auf Zschongau. Und das werden wir jetzt noch heute Abend genießen. Und ab Dienstag gilt dann der Fokus auf Buchloe und Sonntag auf Vilshofen. Vielen Dank. Wenn sonst keine Fragen, Wünsche mehr sind, der Hinweis. Freitag um 20 Uhr geht es hier bereits, nicht bereits, geht es los, also eine halbe Stunde später gegen Buchloe. Wir sollten wirklich alle da sein
und noch möglichst viele Leute mitbringen. Und wir dürfen auch noch lauter werden, habe ich mir sagen lassen. Und ich bestätige das, weil wir haben vorher nämlich geredet und mir ist eins aufgefallen, ich stand da drüben im Eck und ich habe einen Trainer erlebt, der wirklich die ganze Zeit gecoacht hat. Der hat geblärt, der hat Anweisungen gegeben ins Eis hinein, hat gesagt, wohin fahren und so. Es war gigantisch, das war eine ganz großartige Leistung auch draußen auf der Bank. Ich glaube, das verdient einen ganz großen Applaus. Aber das heißt nicht, dass wir leise sein müssen, sondern wenn wir glauben, wir müssen unsere Mannschaft noch viel stärker anfeuern, unseren Fanclub damit nicht alleine lassen, die machen das super, aber ringsum dürfen wir auch noch viel mehr klatschen, viel mehr johlen, viel mehr begeistert sein und die Leute noch viel mehr, die auf dem Eisstänger anpeitschen. Ich glaube, das tut allen gut. Also, bis Freitagabend um 20 Uhr hier ringsums Eis gegen Buchloe. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Sonntagabend noch, ein gutes Nachhausekommen. Das gute Nachhausekommen betrifft natürlich auch unsere Gäste, die noch einen relativ weiten Weg haben. Trainer Roman Mucha und sein Team. Alles Gute, weiterhin kurz nach Hause kommen und bis Freitag. Servus beieinander.